Du bist dir unsicher, welche Zahnarztpraxis zu dir am besten passt? Du willst mehr darüber erfahren, wie du die richtige Zahnarztpraxis findest? Dann bleib dran! Du bist dir jetzt sicher, dass du die Ausbildung als zahnmedizinische Fachangestellte beginnen möchtest? Oder du bist schon ausgelernte zahnmedizinische Fachangestellte und suchst eine neue Praxis? Jetzt geht es darum, die richtige Praxis zu finden. Zu Beginn würde ich dir empfehlen, ganz klassisch im Internet nach Jobangeboten zu schauen. Wenn du dann eine Praxis in der engeren Auswahl hast, kannst du dir die Homepage anschauen. Achte dabei auf das Behandlungsspektrum, welche die Zahnarztpraxis anbietet. Wenn du schlecht Blut sehen kannst, wäre es nicht von Vorteil, sich bei einem Chirurgen oder Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen zu bewerben. Kleiner Tipp, schau dir die Internetseite genauer an, wer dort arbeitet. Wie wirkt der Chef und das Team auf dich? Hast du jemanden, den du auf den ersten Blick besonders sympathisch findest? Ein weiterer sehr aussagekräftiger Kanal kann ein Social Media Profil der Praxis auf Instagram, Facebook, TikTok oder YouTube sein. Hier merkst du ganz schnell, ob die Praxis eher locker oder eher förmlich ist und wie die generelle Stimmung und Kultur ist. Such deine Praxis vor allem danach aus, ob du dich mit dem, was dort gezeigt wird, identifizieren kannst und dir vorstellen könntest, dort wirklich zu arbeiten. Sollte das der Fall sein, bewirb dich am besten mit einer aussagekräftigen Bewerbung. Die Form, das heißt ob per Post oder per E-Mail, wird häufig schon in der Stellenanzeige genannt. Bei uns braucht man im ersten Bewerbungsschritt noch keine schriftliche Bewerbung, da wir ein Quiz nutzen, um die Bewerber vorzuqualifizieren. Erst zum persönlichen Bewerbungsgespräch bringen die Bewerber ihre Unterlagen mit. Wenn du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wirst, achte darauf, dass du offen empfangen wirst. Du solltest der Praxis natürlich auch offen und aufgeschlossen gegenübertreten. Der erste Eindruck zählt. Wenn das Vorstellungsgespräch gut verläuft und du dich wohlfühlst, wirst du im besten Fall zu einem Probetag eingeladen. Auch hierbei solltest du genau darauf achten, wie das Team dich aufnimmt. Wenn das Team dich komplett ins kalte Wasser fallen lässt und dir keine Hilfe oder ähnliches anbietet, solltest du schnell das Weite suchen. Denn wenn du nicht gut aufgenommen wirst, kannst du davon ausgehen, dass die Teamarbeit nicht gut funktioniert, sondern das Team eher gegeneinander anstatt miteinander arbeitet. Andererseits solltest du dich von deiner besten Seite zeigen, ohne der Praxis etwas vorzuspielen oder dich zu verstellen. Die Praxis wird dir wahrscheinlich am Probetag einen Kasak oder ein Oberteil stellen, ist aber nicht immer so. Andere Arbeitskleidung, wie zum Beispiel eine weiße Hose oder weiße Schuhe, solltest du selber mitbringen. Das wird dir die Praxis aber wahrscheinlich rechtzeitig sagen. Wenn du dich dann immer noch wohlfühlst und ein gutes Gefühl in der Praxis hattest und die Praxis auch zufrieden mit dir ist, steht ein Arbeitsvertrag nichts im Wege. Außerdem hast du auch noch die Probezeit, bei der du ein besonderes Kündigungsrecht hast, falls dein erster guter Eindruck sich nicht dauerhaft bestätigt. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar wertvolle Tipps geben und wünsche dir viel Erfolg bei deinen Bewerbungen. Eure Mandy.